dann auch hier und heute beim Tabellenzweiten umsetzen können. Berliner Mannschaft in Blau und Hansa Rostock ganz in Weiß. Das ist André Lima. Erwartungshaltung ist riesengroß hier in Berlin und hier und heute darf Hertha BSC Berlin schon mal beweisen, wie man mit dieser größeren Erwartungshaltung umgehen darf. Alle eigentlich erwarten in Berlin heute 3 Punkte von der Hertha. Sie haben die Wahl, rot oder schwarz? Schwarz. Schwarz. Wir bleiben hier. Dann stehen wir. Ja. Schon spielen. Die beiden Kapitäne, Enrico Kern rechts, Friedrich links, und wir blicken auf den Kapitän, auf den Schiedsrichter, auf Babak Rafati, 37 Jahre alt, aus Hannover, ist seine 3. Bundesliga-Saison und er ist der Schiedsrichter der Partie Hertha BSC Berlin gegen Hansa Rostock. Gut nachgesetzt von André Lima, in der Mitte ist nur Pantelic. Aber da ist Pantelic! Ist ja unfassbar! Immer wieder Pantelic! Das ist mal ein Auftakt. Und er will mehr. Ballverlust dabei Hansa Rostock und dann ist das eine exzellente Flanke von Lucio und Pantelic ist so frei. Wo steht eigentlich Orestes? Stellungsfehler von Orestes und Wächter ist aber mal absolut chancenlos. Radgeb. Jetzt haben sie mal ein bisschen Raum, ein bisschen Platz. Gut gespielt von Rahn. Wieder auf Kern. Stark gespielt von Kern, klasse Kopfball und Hansa gleicht aus. Rahn ist der Torschütze. Noch einmal, Kern hat den Kopf um und er sieht genau, dass Rahn startet und dann ist Friedrich nicht dicht genug dran und Rahn mit dem Kopf. Und plötzlich steht es hier 1:1. Und das haben sie klasse gespielt. Vor allem auch deshalb, weil Kern so lange wartete, genau schaute. Rahn in die Mitte zog und dann per Kopf erfolgreich traf. Radgeb mit links oder Sebastian? Radgeb. Kopfball, Tor! Hansa führt in Berlin 2:1 und wieder Henge. Wie zuletzt gegen Duisburg. Zweites Spiel, zweites Tor für Sebastian Henge. Noch einmal der Freistoß von Radgeb. Und dann ist Henge mit dem Kopf wieder vor Friedrich. Simonic auch nicht dran. Friedrich war aber Ergerli. Klasse Kopfballtreffer. Und Drobny ist machtlos. Und er überrascht alle. War Reservist in Liga 2.
Und jetzt spielt er zum zweiten Mal in der Startelf. Und er trifft zum zweiten Mal. Und so saß Wächter. Und nur mal so, Hansa Rostock hat in Berlin noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Lange der Co-Trainer und Frank Pagelsdorf. Und in der Mitte ist Richie Storn. Und das ist Rahn. Vorbei an Friedrich. Richie Storn. Storn! Tor! Ist ja der Wahnsinn! Rostock führt in Berlin mit 3:1. Richie Storn. Ist ja ein Traum für ihn. War so lange verletzt. Richie Storn. Und jetzt trifft er. Noch einmal. Klasse die Aktion von Rahn gegen Friedrich. Und dann sieht Fatih nicht gut aus. Simonic rutscht weg. Und Richie Storn behält die Übersicht. Aber entscheidend auch dieser Antritt, dieses gewonnene Duell von Rahn. Simonic, der ausrutscht. Und Richie Storn hat dann die Ruhe vor dem Tor. Und nur mal so, Hertha war noch ungeschlagen hier zu Hause. Alle drei Heimspiele bislang gewonnen gegen Stuttgart, gegen Wolfsburg, gegen Dortmund. Nicht hier und heute gegen Rostock. Schluss, aus und vorbei. Hansa Rostock gewinnt in Berlin mit 3:1.